Klartext. Fakten, Fokus, Faszination. Der Themenpodcast von Wir sind Kaufbeuren. Präsentiert von Impredia Design, Ihr Partner für digitales Design und Entwicklung in Kaufbeuren. Mit Ihrem Gastgeber Klaus Tennenbergen. Und der begrüßt heute zur Premiere von Klartext einen Gast, den ich eigentlich vor kurzem schon hier im Studio hatte zum Podcast Lokaltöne, Andreas Bauer. Und wir hatten da vor ein paar Wochen gesagt, wir treffen uns spätestens in 5 Jahren wieder, weil er hat mir da erzählt, er hat eine ganze Menge für Kaufbeuren vor. Jetzt hat er aber ein besonderes Konzept durch den Stadtrat bekommen. Das heißt, 5 Jahre, um darüber zu sprechen, wäre viel zu lange. Also haben wir uns entschieden, wir machen zur Premiere von Klartext, dem neuen Podcast, eine Ausgabe über sein neues Konzept. Also, lieber Andreas, herzlich willkommen hier wieder zu Podcast. Ja, vielen Dank für die erneute Einladung. Es hat das letzte Mal Spaß gemacht und jetzt zu dem Thema sehr, sehr gerne. Ich glaube, dass es Spaß machen wird. Wir haben ein für Kaufbeuren, für die Bürger, glaube ich, ein sehr interessantes Thema, auch ein sehr prägnantes Thema, und zwar geht es um die Altstadt. Da hast du jetzt ein Handlungsprogramm Altstadt 2030 erstellt und bist damit in den Stadtrat gegangen und es gab es auch eine Abstimmung, eine positive des Stadtrates. Handlungsprogramm Altstadt 2030. Du bist noch gar nicht so lange in Kaufbeuren und packst gleich das wichtigste Thema in Kaufbeuren an. Worum geht es dabei, beziehungsweise was hat dich dazu getrieben, dieses Thema anzufassen? Wow, Riesenfragenkomplex. Die Antwort ist, ohne diese Altstadt wäre ich nicht hier. Also die Altstadt hat mich bewegt. Und dann war diese Stelle ausgeschrieben und haben wir gedacht, man muss doch was machen aus dieser Altstadt. Sie hat so viel Potenziale. Und ja, das hat geklappt und natürlich bin ich mit dem Thema unterwegs, das war auch klar in den Vorgesprächen. Der Stadtrat bewegt das ja seit vielen Jahren, die Stadtbevölkerung bewegt das und war völlig klar von Anfang an, wie ich da war, wir müssen da was machen, ich will da was machen und es sind ganz viele unterwegs, die was machen wollen. Und deswegen Handlungsprogramm Altstadt 2030. Handlungsprogramm klingt jetzt erstmal technisch, aber es gibt ja noch einen Zusatz, den hast du jetzt unterschlagen, Kaufbeuren packt an, das ist mir wichtig, den positiven Ansatz dahinter. Ja, ein Rahmen, was machen wir mit dieser Altstadt und wo geht's hin und auch 2030, 5 Jahre, ich finde 5 Jahre ist ein Zeitraum, der ist lang genug, dass man wirklich was bewegen kann, ist aber auch kurz genug, sodass es nicht irgendwelche Ziele sind irgendwann. Und wir werden noch gleich auf die Details eingehen, aber ich bin richtig froh, dass das geklappt hat. Es war sogar ein einstimmiger Beschluss am Schluss des Stadtrats, klares Signal und auch am Schluss nicht nur ein Kaufbeuren packt an, ohne Satzzeichen, sondern mit Ausrufezeichen. Wir packen das jetzt an und das ist das Richtige, was mich freut. Okay. Bevor wir reingehen in die Tiefe, du sprichst von einem 5-Jahres-Zeitraum. Wodurch hast du ihn, warum hast du ihn so definiert? Was bedeuten für dich 5 Jahre? Ja, das sind Verwaltungserfahrungen. Wir sind jetzt auch gerade wieder dabei, Haushalt aufzustellen. Und da sieht man halt so in einem Jahr, was kann man da bewegen, wenn man die Mittel braucht und dann vielleicht auch in der jetzigen Situation nicht da sind oder nicht ausreichend da sind. Und 5 Jahre ist etwas, das 5-Jahrespläne kennt man aus vielen Bereichen. Das hat, finde ich, einen psychologischen Hintergrund. Ja, den technischen, das kann man überschauen und auch Finanzpläne sind immer auf 5 Jahre angesetzt. Aber es hat was Psychologisches. Wenn ich 10 Jahre sage, ist es für einen, was in 10 Jahren ist. Aber 5 Jahre ist etwas, da fühlen sich die Menschen und viele auch angesprochen, weil sie sagen, ja, das ist ein Rahmen, den kann ich mir vorstellen. Und ich habe ja dann auch, oder zu dem Programm, wenn ich mit den Menschen spreche, sage ich immer, mein Ziel ist, dass wir uns in 5 Jahren wieder treffen. 2030 in der Altstadt sind und dann gemeinsam sagen können, da hat sich jetzt richtig was getan. Wir haben gemeinsam angepackt, Betonung auf gemeinsam. Wir haben was verändert und das war jetzt eine richtig gute Entwicklung. Und da kann auch mal was dabei gewesen sein, was wir ausprobiert haben. Ja, im Programm ist ganz viel, vielleicht mal ausprobieren, mal schauen, wie es ist, dem eine Chance geben, sich öffnen und einfach diese Altstadt wieder mit Leben füllen, beleben, richtig was reinbekommen, Kreativität, Kultur, Veranstaltungen. Das ist das 30-Jahr, das ist einfach so greifbar und die 5 Jahre haben alle bisher gesagt, ja, das ist so nah, dass ich dabei bin. Okay.
Du hast es schon kurz angedeutet, es geht ein Konzept für die Entwicklung, für die Zukunft unserer Altstadt. Wie ist es denn überhaupt entstanden? Also bevor wir reden jetzt immer um den Kreis drumherum, wir werden irgendwann sagen, was ist der Inhalt? Nein, Spaß. Wie ist es denn überhaupt entstanden? Durch die Gespräche der ganzen Zeit, durch fachlichen Inhalt, durch Analysen, wie ist der Inhalt entstanden? Der Inhalt und das Papier ist entstanden, ganz pragmatisch erzählen, es war im Frühsommer, Sonntag habe ich zu Hause gesessen in der Sonne und habe verarbeitet die Gespräche meiner Woche und die Gespräche davor und die Gespräche, seitdem ich jetzt im Januar gestartet habe, mit allen möglichen Akteuren, Stakeholdern, wie man Neudeutsch ja sagt, Playern aus der Altstadt, sei das verschiedene Einzelhändler, sei das Verbände, die wir da haben, seien das aber auch Anwohner, seien das Unternehmer, seien das natürlich die Mitglieder des Stadtrats, seien das auch Menschen von außerhalb, wie schauen sie auf die Stadt? Also ganz, ganz viele Gespräche und das war, was ich von Anfang an, als ich in Kaufbeuren angekommen bin, es bewegt ja die Menschen hier. Alle fragen sich, was machen wir aus diesem, ganz unterschiedliche Bewertungen, was machen wir aus dieser Altstadt? Und das, was da so ich alles aufgefasst habe und wahrgenommen habe und auch viel gelernt habe über Debatten der letzten Jahre, warum ist da was vielleicht nicht weitergegangen oder so. Innenstadtbeirat war man ja auch mal, warst ja mit dabei. Das habe ich alles versucht jetzt mal so zu kondensieren und zusammenzubekommen, dass man sagt, ja, was machen wir jetzt draus, aber wo wollen wir hin? Also raus aus der Debatte, warum was vielleicht nicht gerade so klappt oder warum es jetzt so ist und warum vielleicht jetzt da wieder ein Leerstand ist und warum da ein Pflaster ist, über das man stolpert und warum da vielleicht dies und jenes, das kann man auch machen. Aber es bringt uns ja nicht weiter, sondern die Frage ist, was machen wir, wo wollen wir hin? Und darum habe ich mir gedacht, das muss man jetzt mal in so ein Programm reinbringen, so einen gesamtkonzeptionellen Rahmen, um auch rauszukommen aus den teilweise vielleicht auch verfahrenen Debatten, wo es um einzelne Baumstandorte oder einzelne Parkplätze ging. Und ich sage, das ist, ja, da kann man drüber reden, aber wichtig ist doch, was ist ein gemeinsames Bild hin, wo wollen wir hin gemeinsam, was ist unser Ziel, um den konzeptionellen Rahmen zu haben. So okay. Ist das entstanden. Ich höre raus, wenn man für etwas handeln möchte, dann ist es das wert, also die Altstadt ist es wert, glaube ich, dass man sich darum kümmert. Absolut. Kannst du so grob eine Zusammenfassung, bevor wir in die Details reingehen, des Konzeptes geben, dass man so eine grobe Richtung vielleicht auch dadurch schon erfassen kann? Also auf der Metaebene mal groß drüber. Wir wissen, die Altstädte, nicht nur unsere, sondern alle sind unter einem Druck, Veränderungsdruck. Man braucht eine neue Idee für die Altstadt. Also es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man da einen gemeinsamen Konsens hat. Und dann muss man schauen, was ist das Besondere an unserer Altstadt? Ich finde, es ist der mittelalterliche Kern, da muss man was draus machen. Und wenn man das dann durchdekliniert, dann heißt das für mich besonders, man muss schauen, wie man sich besser vermarkten, verkaufen kann, touristisch, also touristische Maßnahmen, können wir gerne nochmal drauf eingehen, mit dem Ziel, mehr Gäste herzubekommen und, sag mal, auch am Schluss ein bisschen ein anderes Image zu haben. Dann ist das Thema aber auch, wie machen wir es denn so, dass die Altstadt auch, dass man da gern hingeht, das ist die Aufenthaltsqualität, als große Überschrift mit, ich sag mal, Klimawandel, Grün, Wasser, aber auch wie ist der öffentliche Raum angeordnet, wer kriegt welchen Platz, was kann da stattfinden, welche Rahmenbedingungen habe ich da. Und dann ist das Thema natürlich nicht nur über den touristischen, sondern auch insgesamt, wie vermarkte ich das, also klassisches Stadtmarketing. Und dazu brauche ich auch nochmal was, der vierte Schritt, was habe ich denn überhaupt für ein Angebot, also kulturell, veranstaltungstechnisch, womit will ich denn nicht nur mit einer Häuserkulisse, sondern auch mit Leben, womit will ich denn da werben? Also deswegen nochmal Veranstaltungen, was will man da machen, wo geht da die Entwicklung hin? Und dann ist natürlich ganz wichtig, um auch Leben, nicht nur punktuell in der Altstadt haben, wie wirkt das dann alles insgesamt zusammen und welche Möglichkeiten habe ich, um mehr Wohnen, wieder mehr Gewerbe reinzubekommen? Also ist nicht nur Einzelhandel, nur in Anführungszeichen, sondern auch, wie kriege ich wieder mehr Kanzleien und so weiter rein, dass es auch einfach wieder in ist, um es mal so platt zu sagen, in der Altstadt irgendwo ein Büro zu haben oder so und damit auch wieder mehr Leben reinzubekommen. Und dann natürlich, wie verknüpfe ich das Ganze, dass es einen Gesamtrahmen gibt. Und dann der nächste Schritt natürlich für mich als Verwaltungsmensch, wie kriegen wir das dann umgesetzt in einem fünfjährigen auch Finanzierungsrahmen, die Maßnahmen, die dahinter stehen, die von Seiten der Stadt kommen müssen.
ich sage mal, wenn ich irgendwas umbauen will, muss ich natürlich auch die Mittel dafür haben, dass man das auch in diese klassische Verwaltungsstruktur mit jetzt schwierigen Haushaltssituationen auch reinbekommt. Und dann der letzte Punkt ist natürlich, wie nehme ich die Stadtgesellschaft mit? Also es hilft ja nichts, wenn wir im Rathaus davor turnen und uns irgendwas Schönes einfallen lassen, sondern es muss ja getragen werden von der Stadtgesellschaft und es muss ja ein gemeinsames Bild sein. So, das mal die Überschriften. So, dass um all diese Themen kreist sich dieses Handlungsprogramm und versucht da einfach ein Gesamtbild zusammenzubekommen. Das Gesamtbild ist sehr breit aufgestellt, positiv breit aufgestellt. Befürchtungen, dass man Verantwortliche oder auch Menschen damit überfordert. Das ist etwas, was ich in der Vergangenheit häufig gehört habe. Lass uns doch erstmal das eine, die Kleinigkeit machen und dann schauen wir, man darf die Menschen nicht überfordern. Befürchtungen, dass du überforderst? Ja, die Gefahr besteht natürlich immer und jetzt komme ich da als Außenstehender da daher, so nach dem Motto. Und das war mir ganz wichtig bei den Gesprächen, auch das erste halbe Jahr einfach mal zu hören, zu verstehen, wie ist die Debatte bisher gelaufen, wo waren vielleicht die Punkte, wo man sich da nicht einigen konnte, um die Menschen mitzunehmen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und auch deswegen diese 5 Jahre, weil du gerade gefragt hast, ich glaube, da gibt es auch viele Beispiele, wo man dann ganz viel gemacht hat und damit überfordert hat und dann auch das erstmal nicht angenommen wurde. Und man dann schon wieder gesagt hat, das ist gescheitert, aber eigentlich war es die richtige Entwicklung, auf einmal irgendwie einen Platz umgestaltet und nicht die Leute mitnimmt, die Einzelhändler, die Anwohner und so weiter und so fort. Also das muss man in einem gewissen Dialog, in einem Konsens machen und vielleicht auch peu à peu. Und daher auch in den 5 Jahren das eine mal ausprobieren. Das haben wir ja sowieso dieses Jahr schon. War ich sehr froh, dass der Stadtrat da offen war, dass wir mit den sogenannten Summer Streets einfach mal temporär Straße zumachen in der Altstadt und irgendwie Festivitäten zulassen. Das ist ja auch ein erster Schritt, um mal zu schauen, was passiert denn da? Ja, ohne dass man irgendwie groß eine Veränderung schon mal nimmt, sondern nur temporär. Und so kann man in den 5 Jahren, glaube ich, auch Schritt für Schritt, wir haben gar nicht die Finanzmöglichkeiten, von heute auf morgen die Altstadt umzugestalten, aber da peu à peu, eins nach dem anderen und sich das entwickeln lassen, auch mal schauen, wie wird was angenommen, ja, gerade bei Veranstaltungen auch. Lass uns jetzt gerne nochmal oder in die Tiefe gehen, das Bild, was du bis jetzt ja schon prima skizziert hast, dass es noch ein bisschen mehr Details bekommt. Du hast ja einzelne Säulen auch innerhalb des Konzepts aufgebaut. Insofern lass uns die gerne mal angehen. Ich fange mit einem Thema an, was in den ganzen Jahren sicherlich eins der heißest diskutiertesten ist, auch mit ganz unterschiedlichen Ausrichtungen, das Thema Parken und Verkehr in der Altstadt. Es musste kommen, ja klar, als erstes. Dann haben wir es hinter uns. Okay, was beinhaltet dein Konzept zu diesem brandheißen, viel diskutierten Thema? Also im Kern, auf dieser Ebene dieses Konzeptes beinhaltet das, dass wir uns über die Verkehrssituation und über die Aufteilung des öffentlichen Raums in der Altstadt Gedanken machen und sie verändern. Und mir persönlich, mein Fazit aus den vielen Gesprächen ist, und da hat mir bisher auch noch niemand widersprochen, ist, dass wir es neu sortieren müssen. Ja, dass wir den öffentlichen Raum, sprich, wo ist ein Parkplatz, wo kann ein Baum stehen, wo ist eine Lieferzone, wo ist eine Fahrbahn, dass wir uns da einfach nochmal Gedanken machen müssen, dass es so, wie es jetzt ist, nicht optimal ist. So. Und dass wir insgesamt für die Aufenthaltsqualität da mehr Raum zur Verfügung stellen müssen. Gleichzeitig ist mir aber auch wichtig, ich bin ja auch der Wirtschaftsreferent und in Gesprächen mit den Einzelhändlern und auch was da ist, dass natürlich auch weiterhin der Handel möglich ist, dass die Geschäfte möglich sind und da sagen alle, wir brauchen natürlich auch noch eine temporäre Erreichbarkeit. Mein Ansatz ist aber der, zu Werkzeiten habe ich einen anderen Bedarf möglich und nötige Dinge. Also muss ein Laden auch angefahren werden können, als dann außerhalb der Werkzeiten am Wochenende oder abends in der Form und nicht entweder oder in dem einen Extrem, ich sage immer ganz extrem, die Debatte, wie sie vielleicht in der Vergangenheit auch schon geführt hat, nur für Parkplätze freigeben oder alles Fußgängerzone. Ich glaube, das ist nicht der richtige Weg in diesen Extremen, sondern den Mittelweg zu finden. Aber den muss man austarieren. Und daher, ich sage mal, symbolisch ist es, macht man so Poller rein, so versenkbare Poller, wie das viele Städte haben, um da temporär unterschiedlich da vorgehen zu können. Das ist der eine Ansatz. Macht man damit aber die ganze Altstadt zu oder macht man vielleicht nur einzelne Straßenzüge? Und das ist etwas, was wir jetzt nächstes Jahr auch angehen wollen, wo wir uns ein Konzept mal überlegen wollen und das für mich aus meiner Sicht stufenweise aufgebaut ist. Okay. Sodass wir da auch temporär unterschiedlich agieren können. Aber jetzt
vielleicht um den Aspekt schon mal vorzugreifen, wir wollen ja mehr Grün reinkriegen. Feste Baumstandorte wird vielleicht auch, beißt sich natürlich wieder ein fester Baumstandort, wenn ich flexibel sein will für Veranstaltungen. Also werden wir mal gucken, wie viele Feste wir haben, aber ich setze da total drauf auf diese mobilen Baumstandorte, die viele Städte haben. Die kann man dann auch für Veranstaltungen mal versetzen oder auch wieder rausnehmen. Winter ist ja sowieso nochmal eine andere Frage und damit schaffe ich es, ein ganz anderes Stadtbild hin, mehr Aufenthaltsqualität, ganz anderen Raum nutzen zu können. Und das ist die Debatte, die wir jetzt führen und da geht es jetzt. Sie ist sehr komprimiert und auf den Punkt gebracht, pointiert immer, bleiben die Parkplätze oder fallen sie weg? Und ich sage, nein, sie fallen nicht weg. Es wird auch weiterhin die Möglichkeit geben, während der Werkzeit in die Altstadt reinzukommen und da mal zu parken, zu halten, ein paar Sachen zu bekommen. Aber wir werden trotzdem den Raum so gestalten, dass für andere Zeiten der Platz genutzt werden kann, anders genutzt werden kann. Ich sage mal, eine heiße Debatte erst neulich war auch mal in einem Kreis, da ging es gar nicht mehr um die Frage, ob man in der Altstadt die Parkplätze nur noch temporär während der Werkzeit machen oder halten soll. Da ging es eher nur um die Frage, eine halbe oder eine ganze Stunde. Ja, also man kann in der Altstadt für eine halbe oder eine ganze Stunde parken und wer länger will, wir haben ja Parkhäuser, das muss man natürlich auch noch mal ein bisschen dementsprechend herausarbeiten, dass wir die hat. Am Samstag haben wir sie ja sogar ja kostenlos im Angebot. Das sind die Fragen, über die wir uns jetzt nächstes Jahr kümmern müssen, dass wir da so peu à peu einfach was entwickeln, neues Konzept haben und auch mal was ausprobieren. Okay. Wird es da Unterschiede zwischen den einzelnen Straßen geben oder wird eine Kaiser-Marx-Straße dort gleich konzipiert wie eine Ludwigstraße oder ein Ringweg gleich wie eine andere Gasse oder so? Gibt es Unterschiede? Also ich glaube, jetzt meine persönliche Meinung ist, dass wir die Altstadt als Ganzes eine klare Regel brauchen. Ja, dass man nicht in jedem Straßenzug irgendwie überlegen muss, darf ich da jetzt parken, darf ich nicht, wie lange darf ich da und so weiter und so fort. Dass wir da eine klare Regelung brauchen, bin ich, glaube ich, überzeugt davon. Sonst funktioniert es nicht. Mhm. Aber was die Aufteilung des öffentlichen Raums angeht, also wo sind wie viele Parkplätze noch da, da glaube ich, müssen wir rangehen und das vielleicht auch unterschiedlich beurteilen. Je nachdem, was halt auch da ist. Okay. Ja. Gibt es denn auch eine andere Entwicklung über die Jahre, kann es dort einen Unterschied geben? Ja. Also das heißt, du sprachst ja auch von einer Atmosphäre, Erlebnisqualität innerhalb der Altstadt in Verbindung mit dem historischen Ambiente und unterschiedlichen Konzepten, die durchgeführt werden. Kann es auch sein, dass in wie vielen Jahren auch immer das Thema Auto, Verkehr in der Altstadt vielleicht anders bewertet wird oder anders konzipiert wird als heute in Übergangsphasen? Also ich glaube, es ist nichts beständiger wie der Wandel. Ich glaube, der alte Spruch ist einfach wahr. Und das ist auch Aufgabe, dass man immer das kritisch hinterfragt, wie ist denn diese Situation gerade? Und daher auf die Frage ganz klar, es wird anders sein. Ich weiß noch nicht, wie es sein wird. Okay. Ja? Aber es wird sich verändern. Und diese Flexibilität, glaube ich, da sind wir gut beraten, wenn wir uns die auch offen halten. Okay. Letzte Frage zu diesem Abschnitt. Anwohner, die Frage ist nämlich an mich auch schon herangetreten worden in diesen temporären Schließung der Altstadt. Was machen die Anwohner dann? Wie kommen die rein? Also das ist ja, haben wir jetzt bei den bei den Summer Streets und mit den Schanigärten ja sowieso, haben wir das immer im Fokus, dass die Anwohner natürlich zu ihrem Grundstück kommen, dass die in ihre Garagen reinfahren können. Und selbst wenn wir temporär die Altstadt sperren, haben wir dies ja auch schon, hat wunderbar funktioniert. Einmal beim Beispiel, eine Anwohnerin ist dann zufällig aus dem Wochenende gekommen und ist durchgefahren und es hat wunderbar funktioniert. Das muss möglich sein. Ja, wir können die Anwohner natürlich nicht, das machen wir temporär bei den Großveranstaltungen, wie zum Beispiel ein Tänzelfest, ist es ja schon mal eine Einschränkung für die Anwohner. Das kann man mal machen für so Groß-Events, aber wenn wir da Leben reinbekommen wollen in die Altstadt, wo auch immer wieder mal was los ist, dann können wir das nicht dauerhaft machen. Also daher muss diese Flexibilität da sein. Okay. Und das ist so, wie ich den Einzelhändlern auch immer sage. Also für mich ist klar in dem Konzept, es muss weiterhin die Möglichkeit geben, in der Altstadt auch kurz reinzufahren, um Sachen abzuholen. Anwohner müssen immer zu ihrem Grundstück kommen können. Ja. Also das heißt, es gibt keinen krassen Schnitt. Es gibt temporäre Zeiten, wo gewisse Veränderungen da sind. Es gibt gewisse Anpassungen, vielleicht auch an Parkdauern und so weiter. Aber es gibt jetzt keinen krassen Schnitt, wo du der Vertreter bist, der sagt, jetzt müssen wir alles anders machen. Nein, also ich habe das einmal in einer Debatte gemerkt, die auf einmal ganz emotional wurde, wo ich gedacht, was ist denn jetzt passiert? Und dann habe ich gefragt, was ist denn jetzt los? Warum mit dir? Ja, der hat doch gerade gesagt, wir machen jetzt aus der Altstadt eine komplette Fußgängerzone.
hat er gar nicht gesagt in der Debatte, aber das ist sofort als Bild, ja, weil wenn du es jetzt so ansprichst, nein, also um das ganz klar zu machen, das macht überhaupt keinen Sinn, dass wir sagen, nächstes Jahr machen wir aus der ganzen Altstadt eine Fußgängerzone. Ja, das ist das, was ich zuerst gesagt habe, dieses Extrem. Ja. Ja, nein, aber den öffentlichen Raum einfach der Aufenthaltsqualität und auch der Gastro mehr Raum geben, als es jetzt ist. Das heißt nicht komplett geben, aber mehr geben. Okay. Ja, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Sag mal, die Gastronomie ist ja auch ein Thema innerhalb deines Konzepts. Du hast das Stichwort gerade genannt, bleiben wir vielleicht gleich dabei. Was ist dort vorgesehen, vielleicht auch an Veränderungen, Verbesserungen? Also, vielleicht für Gastro nochmal übergeordnetes Thema Aufenthaltsqualität. Okay. Ja, also nur um das einzuordnen. Weshalb kommen Menschen in die Altstadt? Sie wollen was erleben. Mhm. Also Aufenthalt irgendwie, dass das schön ist, dass das toll ist, dass man da gerne ist, dass man da auch gerne sitzt zum Beispiel. Insbesondere Gastro, Außengastro. Das haben wir jetzt dieses Jahr schon mit den Schanigärten gemacht, dass die ein bisschen mehr Platz kriegen, soweit es möglich ist. Zuge halt Feuerwehrzufahrten und so weiter und so fort. Damit mehr Leben in den Straßen ist, der Gastro einfach mehr Fläche geben. Mhm. Ja. Da bin ich mit vielen auch im Austausch. Einige haben ja jetzt schon gemacht, aber ich bin der Meinung, da geht auch noch mehr. Ja. Und da geht auch noch mehr, gerade wenn wir jetzt temporär unterschiedlich den öffentlichen Raum nutzen. Ja. Als, sage ich mal, am Samstagabend, da ist da oder Nachmittag ist der Einzelhandel teilweise zu, da habe ich nicht mehr so viel Frequenz, da kann ich dann aber auch mehr Platz geben, dass die Gastro wachsen kann, ja, dass es so ein atmendes System ist. Da habe ich viel mehr, also was ich dieses Jahr auch teilweise Rückmeldung von Touristen hatte, boah, super tolle Stadt, ein bisschen Dornröschenschlaf, aber wir hatten keine Chance, Gastro, entweder war sie zu oder es war alles voll. Ja, also Nachfrage wäre schon da und wir sind so ein bisschen Henne-Ei-Thema, ja, mit den Gastronomen auch immer im Gespräch. Ja, wenn niemand kommt, lohnt es sich nicht aufzumachen. Kommt niemand, weil kein Angebot. Also ich mache da niemanden Vorwurf, aber wenn man da für Tagesgäste attraktiver sein will, und das ist ja auch das Ziel dahinter, natürlich wollen wir es schön machen auch für die Kaufbeurer, dass man da gerne in die Altstadt kommt, aber wir haben einen Landkreis um uns herum mit knapp 150.000 Einwohnern. Das ist ein Rieseneinzugsgebiet. Ja, bei denen soll nicht hängen bleiben, wir haben Kaufbeurer, das war früher mal ein tolles verschlafenes Nest, sondern sagen, hey, da rührt sich was, da lohnt sich mal einen Ausflug hinzumachen. Ja, also muss ich was erleben, muss ich denen auch einen Platz geben. Also mir fallen da gleich zum Beispiel die Sonntage ein in der Altstadt, ja. Mir fällt Muttertag ein, Ostern, also diese besonderen Tage, wo man ja schon merkt, dass aus unterschiedlichen Gründen nicht viel Leben ist, beziehungsweise auch nicht allzu viel Gastronomie. Ist, ja. ist das ein Ziel, das zu verändern? Absolut. Volker. Also gerade wenn man so einen Muttertag nimmt, wollen alle irgendwie einen Ausflug machen. Also das muss doch so, ja. Jetzt gehen wir mal virtuell in das Jahr 2030 an den Muttertag. Wenn wir das hinbekommen haben, dann haben wir in der Altstadt mehr Grün drin, wir haben mehr Gastro drin da ist dann das pure Leben an so einem Tag, weil man sagt, ach, das lohnt sich, da einen Ausflug hinzumachen, vielleicht machen wir noch ein bisschen Kultur dazu mit Musik oder wie auch immer man, und da müssen wir aber auch Raum schaffen, Möglichkeiten dazu schaffen. Ja. Also muss ich ein bisschen für Grün was zur Verfügung stellen, aber die Gastro muss dann auch Platz haben. Und dann muss ich halt auch irgendwie eine Ambiente haben, wo die Leute sagen, da sitze ich auch gerne. Ja? Und das ist die Stellschraube. Wenn ich den Sätzen jetzt zuhöre, dann höre ich raus, dass du sagst, wenn ich einen Punkt nehme, anspreche, dann bedarf es aber auch immer Entwicklung in anderen Bereichen. Ja. Also wenn ich das mache, gehört von mir aus Marketing dazu. Ja. Oder wenn ich das mache, dann gehören Veranstaltungen dazu. Das heißt, ist ein Grundprinzip dieses Handlungskonzepts, dieses ganzheitliche, ja. Vernetzte, weil genau. Alleine wird es nicht passen. Genau, so ist es. So ist es. Deswegen dieses auch das Programm und der ganze konzeptionale Rahmen, wo eins ineinander greift. Okay. Und auch jeder einzelne Punkt an und für sich ist vielleicht sichtbar oder so, da bin ich mir sicher, der wird es allein nicht rausreißen. Aber wenn das alles wie Zahnräder ineinander greift, dann habe ich richtig Kraft auf dem Uhrwerk und dann passiert was. Okay. Und man kann nicht alles auf einmal machen, aber deswegen peu à peu. Und das Entscheidende in 5 Jahren, 2030, wenn wir sagen, das haben wir gemacht und jetzt merken wir, jetzt greift es ineinander und dann sagen wir, boah, jetzt ist hier ein bisschen Leben da. Das, bis dahin, glaube ich, ist das machbar. Okay. Du wirkst da sehr positiv dabei. Hast du schon Rückmeldungen auch bei Gesprächen mit Gastronomen, die vielleicht angeben, ja, wenn alle mitmachen, wenn es irgendwie flankiert wird von, dann könnte ich mir vorstellen, da mache ich noch mal einmal mit. Gibt es da so Signale? Ja, klar. Ja? Klar. Also das ist eines der Ergebnisse aus meinen Gesprächen jetzt Anfang des Jahres, den vielen, vielen Gesprächen, ist so,
Ja, also bei manchen war es tatsächlich so, wo ich so den Eindruck da habe ich sie dann auch direkt gefragt und gesagt, hast du eigentlich diese Altstadt schon aufgegeben? Glaubst du noch dran, dass wir das schaffen? So. Und mit mehr ich spreche und so und ich sage mal, natürlich jetzt so ein bisschen versuche ich die Triebfeder zu sein, um das jetzt anzustoßen, alle zusammenzukriegen, braucht so ein bisschen Vorturner, das mache ich auch wahnsinnig gern, weil ich finde diese Altstadt so toll und das ist ja auch mein Job so ein bisschen. Aber wie ich eingangs schon gesagt habe, das werde ich allein nicht machen können. Ja? Aber dass so einer da ist, der sagt so, jetzt packen wir es an und mit Einzelhändlern hatte ich auch schon Gespräche, die sagten, lohnt sich das noch, soll ich zumachen oder nicht? Wo ich dann gesagt habe, nein, mach nicht zu. Das war eines der Schlüsselmomente, war so ein Gespräch, wo ich mir gedacht habe, wir brauchen so ein Gesamtpaket, so ein Gesamthandlungsprogramm, damit wir da auch wirklich hinkommen. Und diese positive Stimmung, ja, wenn sich alle Beteiligte, ob Gastro, Einzelhandel, auch die Anwohner, die dabei sind, der Stadtrat, alle, die wir da im Eingang schon erwähnt haben, wenn alle sagen, okay, wir schaffen das, ja, Kaufbeuren packt an. Nicht Fragezeichen, sondern Kaufbeuren packt an, Punkt, ist so, wir machen das jetzt. Und wenn wir alle dazu kriegen, die dann sagen, Kaufbeuren packt an, Ausrufezeichen, mit dieser positiven Stimmung, ja, dann haben wir die Hälfte ja schon gewonnen. Gibt es diese positive Stimmung auch im Rathaus? Ich komme jetzt später zum Stadtrat mit den Reaktionen auf das Handlungskonzept. Aber du bespielst jetzt ein Referat, das Wirtschaftsreferat, inklusive Marketing, Tourismus und so weiter. Aber eine Altstadt hat ja auch mit dem Baureferat zu tun. Vielleicht hat das die Altstadt auch was mit dem Familienreferat zu tun, weil es vielleicht um Spielplätze geht oder um Aufenthaltsqualität anderer Art oder so. Wie ist denn da der Konsens unter euch innerhalb des Rathauses? Hast du Mitstreiter oder bist du alleine? Also ich fühle mich da in allerbester Gesellschaft. Und das ist, ich habe in der Stadtratssitzung habe ich auch mit Vorbemerkungen begonnen und eine meiner ersten Vorbemerkungen war, ich habe mich bei meinen Kollegen bedankt. So, okay. Und bei meinen Kollegen, zunächst neben mir saß Helge Kahl, Bau- und Umweltreferent, Stadtplanung. Ja, es gab ja die Potenzialanalyse vom Jahr, auf dem basiert es ja. Das habe ich nicht alles neu erfunden, im Gegenteil. Das meiste, was da drin steht, habe ich nicht erfunden, sondern ich habe es nur zusammengetragen und in so einen Rahmen gebracht. Okay. Also Stadtplanung ist vollauf mit dabei. Ja, hat ja viele Einzelpunkte in den vergangenen Jahren gehabt, aber ist dann immer irgendwo hängen geblieben. Und jetzt in so einer Gesamtkonzeption, also da kann ich wirklich nur sagen, die sind von Anfang an, erst heute hat man wieder ein Gespräch, wie packen wir es denn und die nächsten Schritte angehen. Ja, nächster, der daneben saß, Markus Pferner für Finanzen, Soziales in dem Bereich, der natürlich als Kämmerer sagen musste, keine falschen Versprechen, die wir nicht halten können, aber da haben wir auch viele Gespräche gehabt und deswegen haben wir es ja auch in kleinere Pakete gemacht und schaut, dass wir viele Fördermöglichkeiten bekommen, was ist denn realistisch, was nicht realistisch, trotz dieser Haushaltslage, dass wir es machen. Und der war auch von Anfang an hat gesagt, also gar keine Frage, müssen wir es machen, ich bin da grundsätzlich dabei. Ja. So, und das ist schon mal wichtig, wenn der Kämmerer nicht auf der Bremse steht, sondern sagt, inhaltlich bin ich dabei, jetzt müssen wir schauen, wie wir das machen, ist ja schon die halbe Miete jetzt aus Verwaltungssicht beieinander. So, Cornelia Otto für den ganzen Kinderbereich, die auch sagt, ja natürlich, das ist so wichtig, auch so, was können wir da anbieten und da Leben reinkriegen, wenn ich Leben reinkriegen will, am besten mit Nachwuchskindern und so weiter und so fort, die jetzt auch seit einem Jahr ja auch hier, also jetzt das ist bald schon das zweite Jahr, ein Jahr vor mir war es auch, neuen nach Kaufbeuren gekommen ist, mit der ich oft da saß und wir gesagt haben, interessant, wie die Debatte ist, wenn man die so wahrnimmt. Und dann natürlich Stefan Brosser, den Oberbürgermeister, der von vornherein mir gesagt hat, Feuer frei, machen Sie. Und ich von vornherein ihn gebeten habe, mir einfach Rückmeldung zu geben, damit ich jetzt nicht genau da reinfalle, jetzt kommt der von außen und denkt da irgendwas und dann lassen wir ihn abtropfen, sondern natürlich wäre lange Gespräch, jetzt hat er sein 20-jähriges Jubiläum gehabt, ja, was für ein Erfahrungsschatz und ich so oft auch im Vorfeld oder bei der Konzeption dieses Handlungsprogramms mit ihm gesprochen habe und er hat mir gesagt, ja, die Rückmeldung, oh ja, das könnte da so und so ankommen, da war mal die und die Geschichte, aber der von vornherein auch gesagt hat und auch mal flankierend dabei war und das volle Rückendeckung gegeben hat. Und daher aus der Verwaltung heraus, ja natürlich werden wir dann im Detail auch unterschiedliche Positionen haben, die sich mir bisher geäußert haben, sind alle nur so super, packen wir es gemeinsam an. Und das ist natürlich das auch, das macht dann Spaß, wenn du dann nicht nur den Einzelnen so betroffen so aus den, da hast, die sagen, ja, wir müssen mal sowas machen, sondern aus der Verwaltung das rauskommt, man richtig merkt, da entsteht was, ja, so eine Bewegung so ein bisschen, ja, so der Spirit geht über und auch der wirklich, alle Beteiligten fassen auch mal den Glauben dran, wir schaffen das. Okay.
ja, um diesen doch etwas verbrauchten Satz, wir schaffen das aber jetzt mal wirklich nochmal zu nutzen und auch in sich selbst zu glauben. Ja. Na, und dafür ist die Aufgabe ja auch sehr komplex. Ja, klar. Also, dass es nicht eine Abteilung alleine schaffen kann und auch nicht eine Person alleine, wäre ja auch wirklich überhaupt nicht umsetzbar und auch nicht vorstellbar. Das heißt, es braucht ja auch irgendwo diese Gemeinschaft. Ne? Ja, also mir hat mal jemand aus der Verwaltung gesagt, dass ich gefragt habe, ja, aber jetzt mal, erklärt mir mal, wie ist denn das bisher gelaufen? Warum gibt es denn sowas noch nicht? Ja, und dann war so ein bisschen Rückmeldung, wissen wir nicht, gibt verschiedene Gründe, will da jetzt gar nicht in die Vergangenheit schauen. Aber der Punkt war dann, das Interessante und der Gamechanger momentan ist es, weil es kommt jetzt aus dem Wirtschaftsreferat. Ja, weil ich als Wirtschaftsreferent sage, wir müssen für diese Stadt als Gesamtwirtschaftsstandort, ja, müssen wir unser Aushängeschild, ja, die Altstadt, da müssen wir was machen. Das ist so sehr symbolisch für die Gesamtstadt. Wenn wir in der Altstadt da einen Turnaround hinkriegen und das in die richtige Richtung geht, dann hat das so eine Ausstrahlung für alle anderen Bereiche. Und deswegen ist mir das so wichtig. Das ist jetzt nicht Symbolik, sondern ist mir das wirklich wichtig, aber für den Gesamtstandort. Kommen wir weiter zu den Punkten inhaltlich. Eins hast du gerade schon angedeutet, großes Thema Begrünung. Nehmen wir vielleicht sogar Wasser dazu, glaube ich, ist irgendwo so eins. Was ist da geplant? Also auch da wieder die Überschrift Aufenthaltsqualität, dass man sich da wohlfühlt. Klimawandel, glaube ich, müssen wir allen nicht erzählen. Das merkt man ja, es wird im Sommer deutlich heißer. Aber auch heute die Erwartung, wo will ich mich aufhalten, wo ist es schön. Ich habe natürlich viel in anderen Städten geschaut und da ist einfach keine Steinwüste mehr, sondern da ist Grün mit drin. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, natürlich so die Idealvorstellung, viele Bäume reinbringen, habe ich viele feste Baumstandorte drin, habe ich natürlich keine Flexibilität mehr für Veranstaltungen in der Form. Also da werden wir schauen, ich glaube, wir brauchen da mehr. Es gibt keine bessere Klimaanlagen und Zukunftsversicherung als ein gescheiter ausgewachsener Baum. Feuerwehrzufahrten und so, das ist höchst komplex, Spaten im Boden, aber da haben wir ein paar Standorte. Und ich habe jetzt heute ein Buch von 2009 in die Hand bekommen mit Bildern. Es gab ja auch schon Bäume, zum Beispiel in der Kaiser-Max-Straße, die jetzt irgendwie alle verschwunden sind, ja, aus welchen Gründen auch immer. Also ein paar feste. Ich glaube aber, der Schlüssel da ist für unsere Altstadt, und das wollen wir auch nächstes Jahr jetzt schon angehen, das ist mir das Hauptanliegen für nächstes Jahr, dass wir doch nicht nur so ein paar Alibi, sondern eine wirkliche eklatante Anzahl an mobilen Bäumen, ja, die dann in so großen Trögen drin sind, die aber auch jetzt nicht so kleine Stämmchen sind, sondern schon ein bisschen groß gewachsen sind, dass wir mit denen im Altstadtstraßenzügen einfach da ein bisschen anderen Flair reinkriegen. Und damit kann man dann auch, und das meine ich, man muss ausprobieren, da kann man jetzt mal schauen, dass wir Standorte finden, und wenn wir merken, da ist es eigentlich doch nicht so ideal, kann man da nämlich mit der Flexibilität nochmal anders drauf reagieren. Und das, glaube ich, da werden wir die nächsten Jahre ein bisschen Veränderungen sehen, aber jetzt einfach mal zu starten, jetzt einfach mal was zu machen, und da bin ich auch zuversichtlich, dass wir es finanztechnisch hinkriegen. Und dann in vielen anderen Städten, ich will jetzt mal nur eine rausgreifen, weil ich da im Sommer mal zu Besuch war, und da ist es mir so eklatant aufgefallen, in Lindau ganz viel Fassadenbegrünung. Wir haben seit vielen Jahren ein Begrünungsprogramm für Fassadenbegrünung, es gibt von der Stadt, wird aber wenig nachgefragt. Und man braucht am Boden wirklich nur so 10, 15 Zentimeter Durchmesser, dass die Pflanze halt runter, und der Rest kann man ja darüber das Pflaster und so weiter machen. Also man braucht nicht viel. Es gibt ganz, ganz wenige Standorte, da haben wir das schon, aber da ist noch viel Luft nach oben. Und allein das, wenn man das mal dann so gesehen hat, macht schon einen ganz anderen Eindruck, und daher Grün auf jeden Fall mit rein. Wasser, Trinkwasserbrunnen, klar, zum einen, wenn es warm ist, klar, kostenlose, haben wir schon einige, sind aber gar nicht so bekannt, man sieht sie auch gar nicht, bin oft dran vorbeigelaufen, also kann man auch nochmal, wie kann man das vermarkten oder wie kann man da aufmerksam machen, aber was man braucht als Attraktion sind so diese Spielbrunnen. Also Brunnen, wo halt Fontänen rauskommen, wo die Kinder durchlaufen können im Sommer, bietet sich natürlich an. Spitalhof, da ist ein Brunnen, der seit vielen Jahren halt nicht mehr funktioniert, dass man da mal irgendwie in der Richtung geht. Diese Brunnen, die ich da vor Augen habe, die sind ebenerdig, das heißt, man kann aber auch Veranstaltungen, man ist flexibel, das ist, glaube ich, wichtig. Augsburg macht das zum Beispiel jetzt mobil, haben die das gemacht, kostet leider eine Menge, aber einfach mal haben die einen Hauptplatz hingestellt. Ja, warum nicht mal irgendeine Aktion machen und in
der Fußgängerzone oder in der Kaiser-Max-Straße oder wo auch immer nochmal so ein Ding hinstellen, ja, wo dann halt so Fontänen sind, wo die Kinder drin spielen können und dann daneben eine Gastro, die offen ist mit Schirmen und mit Grün. Schon habe ich eine ganz andere Atmosphäre und bin viel attraktiver. Warum kommt der Jordanpark, der Spielplatz da so super an? Weil genau das alles da ist. Ja, klar. Und da kann ich auch eine Altstadt mitbeleben. Ja. Und dann bin ich viel attraktiver und interessanter auch für Tagesgäste. Fließendes Wasser, glaube ich, nicht, oder schon? Also das, was was ja immer gewünscht wird, auch in der Kaiser-Marx-Straße oder... Ja, da gibt es ja auch diese, habe ich jetzt immer wieder, ja, früher gab es ja den Stadtbach, der da durchgelaufen ist und so weiter und so fort. Das habe ich ja bei mir im Kulturbereichsarchiv und auch das Baureferat ein bisschen bemerkt, gesagt, ich will mal Info, was waren da, sind die noch da, muss man die noch wieder hochholen? Also das ist komplexer, als man denkt und de facto durch die Kaiser-Marx-Straße war es halt früher auch ein, wie ich das jetzt wahrgenommen habe, halt, wie man es halt früher gemacht hat, als da der Markt war und dann hat man halt einmal Wasser durchgelassen und wieder durchgespült, damit es sauber war. Ich glaube, fließendes Wasser, Oberfläche in der Form, den Platz werden wir nicht haben, bin ich ganz ehrlich. Aber mehr Brunnen und nicht nur ein Trinkbrunnen, wo man halt drauf drücken kommt Wasser raus, sondern unten auch ein kleines Behältnis ist, sodass man Wasser hat. Und vielleicht auch den Neptunbrunnen zum Beispiel, den wir ja auch mitten in der Kaiser-Marx-Straße haben wir ja einen. Aber den noch ein bisschen schöner, da kann man vielleicht auch 2-3 Bäume drumherum setzen oder dass das einfach nochmal ein anderes Arrangement wird. Und schon ist es viel interessanter und die Aufenthaltsqualität ist eine andere. Okay. Und wenn du den Brunnen am Spitalhof hinbekommst, dann, glaube ich, werden dir viele Menschen applaudieren, der ja damals schon ein größeres Problem darstellte. Okay. Ein klassisches Kaufbauer Politikum, das habe ich schon gelernt. Ja, genau. Ja, genau. Da könnte man einen Podcast drüber machen. Es sind ja die einzelnen Punkte sind ja im Stadtrat besprochen worden. Ich glaube, die einzelnen Punkte sind auch abgestimmt worden, auch in Verbindung mit den Kosten, die da, glaube ich, in Verbindung waren. Wir haben bis jetzt das Thema Parken, wir haben bis jetzt das Thema Grün und Wasser. Die sind alle ohne Gegenstimmen durchgekommen. Wie waren dort die Ergebnisse? Also das Gesamtkonzept ist einstimmig beschlossen worden. Und vorher gab es nochmal eine Abstimmung und da war nur so ein bisschen die Diskussion, da scheiden sich einfach so ein bisschen die Ansichten, was diese versenkbaren Poller angeht. Da kommen wir noch da, zu Knopfturm auch. Ja, und da und dann war noch die grundsätzliche Frage, was den Zeitplan angeht. Okay. Ja, die Zeiten, die hinterlegt waren, auch angesichts der Haushaltslage, war so ein bisschen, nehmen wir die einzelnen Zeitschritte raus, aber das Gesamtpaket und dass man sich nicht zu sehr den Druck macht und die Enttäuschung dann groß ist, wenn man es vielleicht jetzt aufgrund der Haushaltssituation das eine im ersten Jahr nicht schafft, aber dann ein Jahr später, okay, habe ich gesagt, das ist mir alles recht, das Entscheidende ist das Gesamtpaket, sind wir da einverstanden und dann werden wir schauen, einfach die nächsten Jahre, wie wir eins nach dem anderen umsetzen. Aber das heißt, die Punkte, die wir ja bis jetzt besprochen haben, unabhängig von dem Zeitraum, die sind durchgewunken worden? Okay. Tagestourismus, ja. Tagestourismus, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, den du auch an anderen Stellen auch immer wieder betont hast. Für dich, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Ja, absolut. Aus der eigenen Erfahrung heraus. Ja. Bin ein geborenes Münchner Kind, ein Kind des Münchner Westens. Für mich war es genauso weit an Ostbahnhof in München in die eine Richtung wie nach Landsberg. Aber da hörte dann der Horizont auf. Ich gebe das in meiner Ignoranz zu und kenne da auch viele. Und da geht es weiter. Und es kommt noch was ganz was Spannendes. Und Kaufbeuren gehört zur Metropolregion München. Man ist schneller vom Münchner Westen in Kaufbeuren als am Ostbahnhof. Augsburg, die Städte um uns rum. Wir haben dieses riesen Allgäu hier. Das sind so viele Pluspunkte, die für uns sprechen, die super interessant sind und ich mir sicher bin, dass wir da ganz, ganz, ganz viele Tagesgäste zu uns bekommen. Übernachtungsgäste glaube ich nicht, weil Übernachtungsgäste, A, bräuchten wir dann nochmal andere und viel mehr Übernachtungsmöglichkeiten. Das ist mein eigenes Thema noch. Aber wir haben ja im Allgäu hier in der Umgebung wahnsinnig viele Übernachtungsgäste, die zum Urlaub kommen. Ja? Wenn wir jetzt hinkriegen, dass alle sagen, wenn ich im Allgäu war, muss ich einmal in Kaufbeuren gewesen sein, dann haben wir es geschafft. Okay. Ja? So, daher. Dann aber aus den Metropolen Tagesgäste. Ja, jetzt zum Beispiel, jetzt waren wir gerade schon ein Beispiel, ob am Muttertag oder wie auch immer, man sagt, okay, jetzt, ich nehme mal einfach ein Beispiel aus meinem Bekanntenkreis in München, ja, machen wir mal einen Ausflug, machen wir mal irgendwas Tolles, wo wir noch nicht so oft waren oder mal was zu sehen, dass die Leute überhaupt auf die Idee kommen, nach Kaufbeuren zu kommen und sagen, oh, da ist schön, da kommen wir, oh, da, die haben eine tolle Altstadt und dann kann man da auch irgendwo schön einkehren und die haben ein tolles Ambiente in die Richtung. Und ich glaube,
oder andersrum, ich bin da echt von überzeugt, weil so eine Altstadt und jetzt unsere Altstadt, Kaufbeuren aus der Historie raus, hat immer funktioniert, weil es dieses Handelszentrum, dieses Gewerbezentrum war. Onlinehandel, Internet, all diese Geschichten, die wir überall kennen, schlägt er hier auch zu. Die Leute kommen jetzt nicht mehr wegen des Einzelhandels in die Altstadt. Das hat keine Altstadt mehr, sondern sie kommen, weil sie sich was gönnen wollen, weil sie was Besonderes erleben wollen, weil sie mal was anderes im Alltag machen, weil sie was sehen wollen, weil sie Freunde treffen wollen, weil sie einen Ausflug machen wollen. Und dafür müssen wir uns interessant machen. Deswegen auch in Richtung Tourismus, natürlich ins Marketing auch reingehen. Und ich bin totaler Fan von, das hat Stefan Bosse erst noch nicht mal so aus der Hüfte raus, weil wir so überlegt haben, wie kann man Kaufbeuren auf den Slogan bringen. Ja? Lebenswert und sympathisch. Ja? Das war so, das war raus, und dann haben wir darüber nachgedacht. Dann kamen 15 andere, die haben gesagt, nee, das ist es eigentlich. Und so nehme ich es auch wahr. Ist total lebenswert hier, hat Riesenvorteile und total sympathisch, wenn man das mal hier kennt. Ja? Aber viele kennen es halt noch nicht. Also Riesenpotenzial, und je mehr Tagesgäste wir haben, um jetzt wieder den Kreislauf nehmen, umso besser für die Gastro. Wenn die Gastro mehr Tagesgäste da sind, dann ist für den Einzelhandel auch wieder gut. Dann kommt vielleicht auch nochmal ein neuer, besonderer Einzelhandel. Wir werden keine Lebensmitteleinzelhandel mehr in die Altstadt reinbekommen. Ja, das glaube ich nicht. Ja. Aber wir werden einen anderen Einzelhandel bekommen, was für Touristen vielleicht auch interessant ist. Und wenn die Frequenz höher ist, dann wird das auch mit dem Leerstand, den wir ja in der Fußgängerzone insbesondere beobachten, wird sich das verändern. Ja? Und dann habe ich eine Spirale nach oben. Dann wird das eine das andere, weil du zuerst gefragt hast, das hängt ja miteinander zusammen. Ja klar. Und wenn das dann bekannter wird, so urbanes Wohnen ist ein spezielles Zielpublikum. Aber wie schafft man das denn, den Menschen das zu vermitteln? Also der eine Ansatz ist ja, das Produkt, die Braut hübscher noch zu machen und zu noch mehr attraktiv zu machen. Aber wie vermittelt man es denn den ganzen Menschen? Also jetzt sind wir ja nicht eine reiche Stadt, die sagt, wir haben Hunderttausende von Marketingkosten. Also wie sage ich denn dem Augsburger, wenn du mal eine schöne Altstadt in Kaufbeuren sehen willst, dann komm vorbei. Also bei den bisherigen Marketingmaßnahmen sage ich immer Fokus. Mehr Fokus, die Kräfte bündeln und einfach Stadtimage rüberbringen. Das ist jetzt deswegen auch nichts, was wir von heute auf morgen neues Image entstehen werden. Aber wenn ich 5 Jahre das Marketing darauf fokussiere, auch ein Stadtbild, ein gewisses Bild zu transportieren, dann habe ich da Effekte. Und das ist halt lebenswert und sympathisch, kann ich auch mit Bildsprache und in der Form machen. Also weg, wie ich zuerst schon mal gesagt habe, Ostallgäu wohnt da ja auch, wo selbst die jungen Leute sagen, oh, Kaufbeuren, ist nichts los. Und wenn sie dann da waren, stellen sie fest, dann auf einmal, oh, ist ja doch anders, ganz anders. Ja? Das in die Köpfe reinzubekommen. Und da können wir halt ganz viel auch machen mit, das Tänzelfest ist unser Aushängeschild. Super. Da funktioniert es ja auch. Das kennen viele, kommen dann zum Tänzelfest. Aber dass Kaufbeuren noch mal mehr ist als das Tänzelfest, was, ich will das Tänzelfest, Gottes Willen, damit mir das gar nicht falsch verstanden wird. Das ist wirklich phänomenal und ist super. Und die anderen 50 Wochen im Jahr ist ja auch was. Dieses Jahr haben wir mindestens einmal im Monat ein richtiges Event in der Altstadt gehabt, wo was los war. Ja? Und das nochmal auch zu nutzen und die Werbung noch dementsprechend und vor allem aufeinander abstimmen. Dass allein Gastronomen und auch wir jetzt vom Stadtmarketing, aber auch die verschiedenen anderen, ob das jetzt die Aktionsgemeinschaft ist und so weiter, dass wir uns zusammentun und gemeinsam dran arbeiten, dann haben wir auch Ressourcen, um da was zu bewegen. Ja. Nicht von heute auf morgen mit irgendwo ein paar Millionen ins Marketing reinstecken, das haben wir nicht, müssen wir uns ehrlich sein, aber die Möglichkeiten, die wir haben, noch gezielt nutzen, dann tut sich da was über die Jahre. Innerhalb deines Konzepts ist das ja auch ein Schwerpunktthema, das Stadtmarketing. Du hast jetzt beschrieben, wie es innerhalb von Kaufbeuren angegangen werden kann. Wie sind wir denn überhaupt in der Region vernetzt? Also sind wir in Kontakt mit anderen Städten, um uns gegenseitig auszutauschen, zu lernen und vielleicht gegenseitig Tagesgäste uns zu empfehlen? Oder sind wir mit Tourismusbüros und Tourismusgegenden im Kontakt? Also wie ist Kaufbeuren denn überhaupt vernetzt zum Stand jetzt? Ja, also Stand jetzt sind wir natürlich in solchen Gremien mit drin. Die Allgäu GmbH ist natürlich ein Riesenplayer im Allgäu, sind wir voll mit drin und überall wird auch gegenseitig Werbung gemacht. Also da haben wir eine gute Basis. Okay. Ja. Wo ich aber zum Beispiel noch hin will, die habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt, aber auch ein Riesenpotenzial. Ja. Ob jetzt Nordamerikaner, Asiaten, die Gäste aus der Welt, die kommen Europa in 10 Tagen und all diese Touren, die werden alle irgendwie zu den Schlössern gekarrt.
Das ist bei, habe ich jetzt schon so oft gehört und da will ich auch noch ran. Ja. Ich will den Füssen dann gar nichts wegnehmen, aber die müssen nicht alle zum Kaffee trinken oder zum Mittagessen nach Füssen. Ja, wer das schon mal erlebt hat, weil man da ist und auf einmal kommen 5 Busse, ja, sowas will ich jetzt auch nicht in Kauf bauen. Aber dass wir noch ein paar da haben, also das ist ja auch noch ein Potenzial. Da muss ich zugeben, da müssen wir noch ran. Und bei den anderen müssen wir stärker, präsenter sein und noch mehr unsere Marke rausarbeiten. Nämlich wirklich dieses, ich sag mal, dieses mittelalterlichen Kern, diesen Charme, den wir haben, übersetzt in die Moderne. Mhm. In Form einer Mischung aus Aufenthaltsqualität, auf wirklich spannender Erlebnisgastronomie, die sich dann entwickeln kann, und spannenden auch Events im kulturellen Bereich, die wir ja teilweise schon haben, auch die nochmal stärker bewerben, aber noch weiter ausbauen, aber auch anderen Events. Ja. Jetzt, wenn sich so Einzelne zusammentun, ich nehme jetzt mal als Beispiel die Ludwigstraße raus, was da eben Ideen sind, was die machen wollen, das kann man natürlich auch nach außen tragen. Wenn da ein regelmäßiges Kinderfest entstehen soll zum Beispiel, ja, so mal eine Idee, die da gerade rumgeistert, kann man es auf die Beine stellen. Und wenn das bekannt wird, einmal im Monat oder was weiß ich, dreimal im Jahr, muss man einfach mal schauen. Findet ein richtiges Kinderfest in Kaufbeuren statt, neben dem Kinderfest Tänzelfest, ja, dann ist das auf einmal ein Markenkern. Ja, Kinder ist sowieso, alle Kinder, ob Jungs oder Mädels, haben mal im Alter des Ritteralter oder Mittelalteralter, ja, ob Burgfräulein oder Ritter oder was auch immer. Ja, das auch da uns, weil ich eingangs gesagt habe, noch besser rausputzen, verkaufen. Die gezielten Kinderführungen, die wir schon anbieten, die sind immer ausgebucht und kommen super phänomenal an. Aber da bräuchte man noch mehr. Und sie noch mit digitalen Angeboten verbinden und diese historischen Schätze, die wir in der Altstadt haben, noch ein bisschen aufbereiten, anders aufbereiten, noch moderner aufbereiten. Ja. Da ist schon ganz viel da, aber es schlummert auch noch viel. Und das noch konzeptionell ineinandergreifend noch ein bisschen besser zu vermarkten, da haben wir ein Riesenpotenzial. Okay. Im Bereich Führung, im Bereich Veranstaltung und so weiter, dass das ganze Jahr auch überplant wird. Okay. Genau. Und so, man aufeinander abstimmt. Also dieses Jahr, so, als ich so jetzt in den Lauf des Jahres reingekommen bin, verschiedene Dinge hatten wir ja dieses Jahr auch schon, wo ich einfach gesagt habe, ihr müsst mal miteinander sprechen, wollt euch nicht zusammentun, gemeinsam seid ihr viel stärker. Oder das beste Beispiel mit den Märkten. Ja? Den Markt, den wir Anfang des Jahres gemacht haben, war super besucht. Ja? War auch unglaublich ins Marketing und so weiter rein und das beworben, war super, alle begeistert. Aber es war so ein Beispiel, irgendwie Gastro war schwierig. Ja, einen Kaffee zu kriegen war irgendwie schwierig. Natürlich, das Nächste war, mit der Gastro mal gesprochen, habe ich gesagt, habt ihr das auf dem Schirm? Nee, das haben wir nicht auf dem Schirm gehabt. Ja, gar kein Vorwurf. Ja, sondern da habe ich gemerkt, wir müssen uns noch mehr die Netzwerke zusammenbringen, die Player zusammenbringen. So, und jetzt beim Rustikalmarkt, zuletzt im Oktober. Ja, Gastro hatte offen in der Kasamarktstraße. War natürlich, das Wetter hat super mitgespielt, aber Einzelne haben ja gesagt, die waren ausverkauft, ging nicht mehr, also war phänomenal und da haben wir gezeigt, was wir können. Ja. Das war richtig toll und auch Außengastro haben wir an dem auch ein bisschen nach erweitert an dem Tag. Das ging so genau in die Richtung, wie ich mir das vorstelle. Wie kriegt man das denn hin? Wir haben jetzt über vieles auch gesprochen, was sich vielleicht vermehrt in Frühjahr, Sommer, Herbstmonaten abspielt. Jetzt gibt es ja auch die kälteren Wintermonate, auch da wird ja die Notwendigkeit sein, eine Erlebnisaltstadt irgendwie herzustellen. Das darf ja nicht abgebrochen sein und irgendwann hoffen wir wieder auf wärmere Zeiten und bessere Zeiten. Wie geht man denn mit den winterlichen Monaten um? Das ist eine gute Frage. Das ist eine super Frage und dann habe ich mal so reflektiert. Nein, überhaupt nicht. Überleg mal. Ende November geht der Weihnachtsmarkt, Christkindlmarkt los. Ist die Saison. Der ist super, so wie er ist, aber auch den kann man noch wachsen lassen. Auch schon verschiedene Gespräche geführt. Ja, da ist was geboten. Ja, kann man auch noch weiterentwickeln. So, Januar ist tatsächlich so eine Frage, hängt auch ein bisschen wettertechnisch ab. Ja, aber auch da, wenn ich da gezielt in dieses historische Stadtführung, Ritterleben und so weiter und so fort, kann man ja auch nach Indoors ziehen und so, kann man bestimmt auch was machen. Die Kneipen teilweise, ich sage es jetzt mal so despektierlich, tun sich zusammen und machen irgendwelche Aktionen an den Wochenende, sodass da auch wirklich was geboten ist. Also da geht schon auch was. Im Februar meistens Lumpengaudi, ja, unseligen Donnerstag, im ganzen Allgäu weiß man, da fährt man nach Kaufbeuren, weil da ist richtig was los. Da hat sich ja auch die letzten Jahre so was entwickelt, was wirklich sehr, sehr ein gutes Aushängeschild ist und das hat mir keiner gesagt an dem Tag. Wir haben sogar Termine reingesetzt an dem Tag. Ich war ganz überrascht, was da alles ist. Das ist doch phänomenal. Ja? Und auch da zum Beispiel im Ostallgäu umgegangen, haben wir gesagt, ja,
wer ist da unsinnigen Donnerstag oder Lumpendonnerstag, musst nach Kaufbeuren fahren. Ja? So, hast du da. Dann hast du März natürlich, wenn das Wetter gut ist, kannst du schon mit außen, alle sehnen sich danach mal Außengastro, kann man schon loslegen oder muss man mal gucken, was man Veranstaltungen macht. Und dann geht es aber schon los. So. Und der Klimawandel, Herbst wird auch länger, wir sehen es jetzt, ja, passiert was. Man kann mit den Märkten was machen oder jetzt Candlelight, Shopping und Kaufbauen leuchtet, haben wir auch ein super Angebot. Aber das heißt, ich höre raus, dass der Winter, die kälteren Monate für dich schon auch Teil deiner Überlegungen sind und auch Teil des Konzeptes ist, wo also keine Pause stattfindet, sondern die Angebote, die dort stattfinden, vielleicht auch nochmal überdacht werden oder erweitert werden oder verbessert werden oder so, ne? Ja klar, okay. Ich finde, das ist dann immer der Zeitpunkt, um zu überlegen, wie lief die Sommersaison, machen wir nächstes Jahr vielleicht ein bisschen anders. Genau. Und gleichzeitig ist ein Angebot da. Ja. Wenn ich schaffe, einmal im Monat auf jeden Fall was zu haben, absolut, kann ich natürlich ganz anders auch ins Marketing gehen. Ein wichtiger Bereich, glaube ich, einer Altstadt ist das Thema Wohnen. Mhm. So. Ist sicherlich von der einen Seite her betrachtet ein Konfliktpotenzial. Wir haben gerade über ganz viele Attraktivitätssteigerung einer Altstadt gesprochen, steht immer so ein bisschen in Konflikt mit dem Wohnen, das ist das eine. Das andere ist, wir haben ganz viel leerstehende Wohnungen in der Altstadt, glaube ich. Das Wohnen hat eher abgenommen, gleichzeitig ist aber ein Fokus auf das Wohnen auch eine Belebung der Altstadt. Also, wie möchtest du das Thema Wohnen angehen, welchen Schwerpunkt hat es dort? Also bei Wohnen, das ist natürlich das dickste Brett, weil wir als Stadt da ja, uns gehören die Häuser ja nicht. Wir haben ja kein Eigentum, wo man direkt ran kann. Ich war jetzt in vielen Gebäuden schon drin und ich sag mal, die Wohnungen, die leer stehen, stehen aus gutem Grund leer, weil sie halt auch heute kaum mehr vermietbar sind oder bewohnbar sind. Technik teilweise aus den 50ern, wie auch immer. Aber es ist ein unglaubliches Potenzial. Da haben wir natürlich heutige Baustandards. Viele haben Respekt vor dem Denkmalschutz. Da haben wir uns intern auch schon gesprochen, dass wir da uns besser als Stadt aufstellen, um da Interessenten oder Hauseigentümer besser zu begleiten. Muss doch nicht jeder immer bei Null anfangen, sondern man kann von den Erfahrungen gegenseitig auch lernen. Wie geht man um mit dem Denkmalschutz oder was muss man beachten, um da einfach voranzukommen, wenn jemand was machen möchte. Und auch da ist es so ein bisschen Angebot und Nachfrage. Wenn ich natürlich eine attraktivere Altstadt habe, ziehe ich auch ein gewisses Publikum an, das da hinziehen möchte. Habe ich mehr Angebote, kommen vielleicht auch mehr. Ja? Also deswegen, das muss ineinander greifen. Und tatsächlich es hinzubekommen, ich sage mal so ein klassisches Gebäude, 300, 400, 500 Jahre alt in der Altstadt und ein Einzelhandel. Ich war erst neulich in einem drin und war völlig erschrocken, ab im ersten Obergeschoss bis ins fünfte hoch Leerstand. Ja? Die Fenster sind gemacht, das Dach ist gemacht, damit alles gut ist, aber kompletter Leerstand. Warum ist da nicht im ersten und im zweiten Obergeschoss irgendwie eine Kanzlei oder ein Architekturbüro oder irgendwie sowas drin? Für Ärzte ist es nicht so interessant, weil die haben inzwischen besondere Auflagen und so, deswegen sind auch die Ärzte großteils raus. Aber für so, da ist doch Möglichkeit. Und dann aber auch noch, entweder ab zweiten oder so, Wohnraum schaffen. Brandschutz ist natürlich immer so ein Thema, brauche ich den zweiten Rettungsweg oder nicht? Das macht es teuer. Aber wir haben auch super Beispiele, wo das schon geklappt hat. Die das echt, war ein bisschen ein langer Weg, aber die es geschafft haben und da super tollen Wohnraum geschaffen haben. Und in dem Gebäude, wo ich gerade gesagt habe, wo ich erst neulich drin war, unterm Dach, ja, also da habe ich vom geistigen Auge die phänomenale Penthouse-Wohnung gesehen, wo ich sagte, da wäre ich sofort derjenige, wo ich attraktiv finden würde. Also da ist noch Luft nach oben, aber der Weg ist lang. Das muss ich zugeben und da weiß ich nicht, ob wir bis 2030 schon einen richtig signifikanten, spürbare Veränderung bekommen. Aber das Wichtige wäre, dass wir es eingeleitet haben, indem wir die Eigentümer besser unterstützen. Es gibt auch viele Förderprogramme, dass wir da viel ins Gespräch kommen und damit der Markt reagiert ja auch auf Angebot und Nachfrage, dass da sich was tut. Okay. Gibt es dort andere Städte, an denen man sich orientieren kann, die mit dem Thema vielleicht auch erfolgreich umgegangen sind oder steht man dem so ein bisschen fatalistisch gegenüber und sagt, mei, richtig Einfluss hat man nicht. Also ich finde, man muss immer schauen, was die anderen machen. Was halt schon interessant ist bei vielen Städten, die da anders unterwegs sind und auch der Wohnraum anders ist. Die haben halt irgendwann 50er, 60er, spätestens 70er Jahre irgendwelche so Stadtgestaltungs- oder Stadtumbau- oder Stadtsanierungsgesellschaften gegründet,
wo halt meine Kommune eingangsmäßig Geld reingegeben hat und dann hat man Häuser aufgekauft und so. Also da profitiert man erst 20, 30 Jahre später davon, dass es richtig signifikant ist. Da fehlt uns jetzt die finanzielle Robustheit, dass wir sowas starten können, muss man ganz ehrlich sein. Aber auf der anderen Seite ist es genau das, andere Baustelle, Wirtschaftsstandort. Ganz viele klagen ja über die Bürokratie und den ganzen Dschungel und auch da wieder erst neulich Gespräche gehabt, was ist der Wunsch? Der Wunsch ist, ich habe einen einheitlichen Ansprechpartner bei der Verwaltung, was auch immer sie ist, und die hilft mir dann, diese ganzen Hürden zu nehmen und übersetzt mir die Anforderungen in meine Sprache. Und da können wir, glaube ich, als Stadt ganz, ganz viel machen, wenn wir da unterstützend zur Seite stehen. Ja. Und das ist das, glaube ich, das ist das Machbare. Natürlich würde ich mir wünschen, es gäbe irgendeinen Gönner, der der Stadt nochmal eine Stiftung mit ein paar Millionen als Startkapital zur Verfügung stellt und wir können so eine Sanierungsgesellschaft aufstellen. Haben wir aber jetzt nicht. Ja. Können wir jetzt lang drauf warten. Das, wenn sie kommt, nehmen wir sie gerne, aber jetzt packen wir es halt mal so an. Ja. Okay. Und gerade wenn Generationswechsel bei Eigentümern ansteht, ist ja oft so da, ja, was mache ich mit dem, was habe ich für ein Potenzial, was kann man draus machen? Da muss man einfach im Austausch sein. Okay. Welche Gedanken existieren dann zu dem Thema Leerstände, vor allem auch in der Fußgängerzone? Die, muss man ja ehrlich sein, schon auffallend sind, ja, die auch dann schnell in der öffentlichen Wahrnehmung ja viele andere tolle Ideen eventuell konterkarieren und sagen, ja, aber schau mal, da kann man sie ja noch so lange strampeln, aber das ist ja kein Unwert. Also gibt es überhaupt einen Ausweg da? Ja, natürlich gibt es einen Ausweg. Also die Hoffnung stirbt zuletzt. Nein, aber nein, natürlich gibt es einen Ausweg. Aber warum ist da Leerstand? Ja? Wir haben zu wenig Tagesgäste, zu wenig Frequenz in der Altstadt. So. Daher ist es auch für die größeren Ketten oder für Ladeninhaber nicht mehr so interessant. Dann ist natürlich die Frage, was sind das für Läden, wie sind die ausgestattet, wie hoch sind die Mieten, was tut sich da? Also das ist natürlich immer wieder bei den Eigentümern, deswegen auch Gespräche mit ihnen führen, okay, dass man da schaut. Aber auch Fußgängerzone, ist es da attraktiv, ist es da interessant hinzugehen, ist da was die Leute magnetisch anzieht oder nicht? Ja, und auch da, wir werden es nicht von heute auf morgen schaffen, dass man sagt, oh, in einem Monat haben wir die und die und die, also wir haben ja Kollegen, die nichts anderes tun, als im Austausch sind mit Interessenten, aber auch Unternehmen ansprechen, Handelsketten ansprechen und versuchen, jemanden zu kriegen für die Altstadt. Findet da aktive Akquise statt? Da findet ganz viel aktive Akquise statt. Ja. Ich habe einmal im Monat einen Showfix, wo steht man da gerade, wer braucht gerade was, geht da was oder geht da was nicht. Ja. Okay. Aber wir sind zwar bald 50.000 Einwohner in Kaufbeuren, aber wir haben halt für die Altstadt, wir haben zwei Zentren und für die Altstadt habe ich halt eine Frequenz von vielleicht Einzugsgebiet zunächst mal in der Stadt 30.000 Einwohner. Und deswegen, wie ich zuerst gesagt habe, ist es wichtig, dass wir das Potenzial unseres Umlandes nutzen. Und wenn ich es hinkriege, dass ich am Tag deutlich mehr Menschen in der Altstadt habe, egal wo auch immer sie herkommen, ja, dann wird es auf einmal viel interessanter. Ich glaube da an die Kräfte des Marktes. Und dann bewegt sich da was und dann wird es auch wieder interessanter, für den einen oder anderen da auch einen Laden aufzumachen. Dann ist es auch wieder interessanter, dass man dann auch in Immobilien wieder investiert. Und so geht es dann nach oben. Dann kommen auch wieder Leute. Und das, was wir halt als Stadt beitragen können, ist, dass wir den öffentlichen Raum interessanter machen. Dazu gehört für dich der Fünfknopfturm, um den Kreis des Marktes zu beschleunigen, oder? Das ist ein wichtiger Punkt für dich. Für mich ist der Fünfknopfturm ein ganz symbolisches Thema. Okay. Der Fünfknopfturm ist das Stadtsymbol, das Stadtwahrzeichen. Ja. Was die Frauenkirche in München ist, in Berlin der Fernsehturm, in Köln der Dom, ist bei uns der Fünfknopfturm. Und jetzt sind wir uns nochmal ganz ehrlich, touristisch, wenn man Gästen die Stadt zeigen will, würde man momentan nicht als erstes sagen, jetzt fahren wir mal zum Fünfknopfturm erstmal hoch. Ja? Weil das Umfeld einfach, sagen wir mal, ausbaufähig ist. Ich nenne es mal diplomatisch, ausbaufähig ist. Ja, aber auch oben der Wirt, der da ist und so, mit dem wir natürlich gesprochen haben, sagt er, ja klar, wir sind ja alle dabei. Und ich habe keinen gehabt, der bisher gesagt hat, nee, das ist völlig wurscht da oben. Ja, aber wenn ich möchte, dass ich diese Stadt Gästen schmackhaft mache, dann muss ich natürlich zum schönsten Ort gehen, den ich habe. Und das ist momentan nicht der Platz da oben, aber der Blick von dort oben über die Altstadt, das ist natürlich phänomenal. Und im Idealfall einer typischen Stadtführung ist für mich der Ausgangspunkt oder der Endpunkt da oben, mit dem Blick über diese Stadt und diesen Eindruck, den man bekommt. Kitschig natürlich, im Idealfall habe ich Föhnwetter und sehe die Alpen dann noch. Und dann habe ich da oben, mache ich es interessant, habe dann da oben noch Gastro, kann da oben verweilen und ich putze mich da raus. Das ist für mich ein ganz, ganz symbolisches Thema.
Wird jetzt leider seit über 5 Jahren haushaltsbedingt immer geschoben. Das war für mich auch im Februar so ein Hallo-Wach-Erlebnis. Wie geht man mit dem Thema um, Altstadt, mit der Symbolik des Fünfknopfturms? Und das ist im Programm auch ganz fest drin. Und ich bin überzeugt, wenn wir den Gesamtrahmen hin, dann müssen wir unser sozusagen Aushängeschild müssen wir rausputzen. Es ist auch das kostenintensivste. Das ist mit jenseits einer Million, glaube ich. Genau, ich glaube so 1,3 Millionen ja. Ist so die, das ist ja mal untersucht worden, ein Konzept entwickelt worden, ist aber auch schon ein paar Jahre alt. So, und das ist natürlich, da gibt es auch Fördergelder, leider nicht so hohe Fördergelder wie zum Beispiel für die Begrünung, gibt es wegen Klimaanpassung bis zu 90% Fördergelder. Okay. Und das ist natürlich super. Mhm. Da in dem Fall nicht so hoch, aber doch einige. Und das ist natürlich mit einer der größten Batzen, der im Haushalt gerade schwer darzustellen ist. Okay. Aber ich muss bei all diesen Projekten, wenn sie förderfähig sind, muss ich am Ende des Tages als Kommune 10% selber zusammenbekommen. Okay. Und ich kann über Fördergelder die restlichen 90% oder durch Drittmittel. Und das ist zum Beispiel auch für mich so ein Ansatz, der gehört damit rein, wenn wir sagen, Kaufbauernpakt an. Wir machen jetzt was. Wir putzen uns raus. Dass man dann auch nochmal sagt, Freunde, lasst uns sammeln für unser Stadtsymbol, für den Fünfknopfturm, dass wir das oben richtig rausputzen. Lasst uns schauen, dass wir über Spenden noch viele Gelder zusammenbekommen. Und wenn man da auch alle Player dafür bekommt, dass wir das nächste Jahr nutzen, dass das zentral ist, okay, nächstes Jahr nutzen wir die Chance, dass wir die Gelder dabei beisammen haben, dass wir dann in 26 das da leicht da oben angehen. Das ist so meine Hoffnung. Und wenn es 27 ist, weil wir noch ein bisschen brauchen, ich weiß ja nicht, wie die wirtschaftliche Lage und so weiter ist, aber dass wir das angehen. Und das ist auch die Chance, mit diesem Symbol, Fünfknopfturm, Stadtsymbol, auch begreiflich zu machen allen, hey, es geht um unsere Heimat, es geht um unsere Altstadt, es geht darum, lasst es uns anpacken und jetzt jeder, was er halt kann, gibt dazu. Beim Stadtmuseum damals war es ja auch so. Ja, da hat man auch gesagt, okay, ich glaube, OB Bosso hat gesagt, hier ist der erste Schein, den ich auf den Tisch lege, wer mitmacht und dann ist auch einiges. Habe ich auch schon Gespräche geführt. Ja. Da sind viele dabei, die dann sagen, naja, so fünf kommen bisher. Und als ich dann gesagt habe, naja, das gehört hier mit rein, dann habe ich gesagt, okay, dann ist das was anderes, bin ich vielleicht auch bereit dazu, was zu geben. Inwiefern gehört die Verbesserung der Anbindung vom Fünfknopfturm zu der etwas tiefer liegenden Altstadt dazu? Ja klar. Schon. Die Treppe ist nicht ausreichend dann, oder? Nein, also wenn wir oben so viel investieren, natürlich ja. Auch auf, für die schöne Aussicht, aber es ja. Braucht eine andere Verbindung. Ja, die Treppe da hoch, muss man was machen. Und so weiter. Muss man was also machen. Man kann über hinten rum, dass man es barrierefrei auch dann macht. Also das ja. Muss man natürlich dann ins Konzept mit reinnehmen. Ich bin großer Fan von, wenn wir schon so eine tolle Hangkante haben, warum können wir da nicht für Kinder, für Groß und Klein noch eine Rutschbahn mit reinbauen, dass man dann von da oben runterrutschen kann, ja? Sowas sind total die Gamechanger ja, für Tagesgäste. Ja? Warum sich nicht sowas, so eine Idee öffnen? Ja? Oder irgendwelche Murmeln, die dann runtergehen, einfach, dass es auch für Kinder attraktiv ist. Also das ist jetzt in dem Konzept noch nicht drin, aber das gehört für mich als so Gesamtidee mit dazu, sodass es einfach eine unvergessliches Erlebnis ist, wenn man mal in Kaufbeuren war, die Altstadt einfach so eine Führung gemacht hat, da was kennengelernt hat, den Charme mitgenommen hat und dann auch noch eine schöne Zeit verbracht hat in irgendwo Café, Gastro, wie auch immer, dass jeder sagt, oh, es lohnt sich da mal hinzufahren. Es war dann ja, das ist so der grobe Abriss, glaube ich, der entscheidenden Punkte deines Handlungskonzepts. Es kommen noch die Poller hinzu, die versenkbaren Poller für die Altstadt, die bisschen auch zurückgeschoben wurden aufgrund der hohen Investitionen. Grundsätzlich war der Stadtrat aber positiv eingestellt zu dem gesamten Thema? Also mir war es fast ein bisschen unangenehm, weil erstmal jeder mir gedankt hat bei seinem Wortbeitrag und es haben sich alle Fraktionen wirklich dann auch geäußert. Weil ein Stadtrat hat geäußert, es klingt schon fast wie eine Regierungserklärung mit der Aussicht, was könnte noch aus ihm werden oder so. Den letzten Satz hat er nicht dazu gesagt, okay. Sondern den ersten Satz auch als hohes Lob. Und also insofern war es fast schon ein bisschen unangenehm, weil ich, wie ich zuerst schon gesagt habe, ist ja nicht mein Ding alleine, ja. Ja, sondern deswegen habe ich das auch als Eingangsstatement, Vorbemerkung, wer da alles mit dabei war und von wem das Ergebnis kommt. Aber alle haben durchaus Weg gesagt, super, finden sie toll. Und natürlich können wir über Einzelheiten, wie man sie dann umsetzt, nochmal sprechen. Aber da war, und deswegen ist das Ding ja auch einstimmig beschlossen worden. Was im Vorfeld ein bisschen in dem Antragstext, der ja dann so Verwaltungshandeln dann leitet,
ein bisschen rausgenommen wurde. Das war, ich habe natürlich schon eine Prio reingenommen, mit was wir jetzt auch starten, loslegen sollen und welche Mittel es dazu auch braucht. Ja. Da hat man die Zeit, den Zeithorizont für 25, 26 gesagt, wir nehmen ihn mal raus, wir schauen jetzt einfach, was in den Haushaltsverhandlungen geht. Das war aber auch immer von meinem Ansatz her, ist natürlich immer vorbehaltlich der Finanzen, die wir haben. Da hat man ein bisschen die Luft rausgenommen. Ja. Vom zeitlichen Druck her. Okay. Aber hinter dem Ganzen steht man und was machbar ist, ist machbar. Und ich bin ja ein Freund davon, deswegen ist das auch einfach mal was ausprobieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel für die Poller, wenn man das so macht, dass man zum Beispiel ins Rosental da unten verschiedene Möglichkeiten hat und ich nicht nur wie beim Tänzelfest jetzt einfach komplett da unten zumache oder auch oben bei der Polizei Sedernstraße komplett zumache, sondern auch die Möglichkeiten habe, vielleicht nur für die obere oder die untere Ludwigstraße zumachen oder zur Kaiser-Max-Straße dann, wenn ich diesen will, dann brauche ich da 600.000 Euro, haben wir da als Gesamtvolumen, ist dann auch wieder ein bisschen förderfähig, aber es kostet Schweinegeld. Ja, okay. Ja? So. Aber man kann ja jetzt auch einfach mal sagen, dann, wenn wir es nicht haben, dann schieben wir es mal auf. Vielleicht machen wir mit einer kleineren Variante oder wir arbeiten halt temporär, so wie mit den Summer Streets, arbeiten wir halt mal temporär anders. Ne? Da können wir uns auch behelfen mit irgendwelchen Absperrungen oder so, die deutlich günstiger sind. Das Entscheidende ist, und das war so in der Vergangenheit, so ist mein Eindruck, Debatte, ja, wir haben kein Geld, wir können das nicht machen, also okay, können wir nicht machen, wieder zurück in die Schublade und es ist nichts passiert. Ja, oder ist es auf Halde gewesen? Und das finde ich, das dürfen wir nicht machen. Okay. Ja? Und das will ich auch nicht. Und da hast du auch das Gefühl, dass es Tenor war und Stimmung war der Stadträte und der Sitzung. Also ich habe da ein sehr, sehr gutes Gefühl. Man nicht weg. Nein, man will es nicht wegschieben, sondern man wollte einfach realistisch auch sein. Ja, ist es finanziell machbar oder nicht? Aber ich hatte jetzt bisher immer den Eindruck, wenn ich dann doch wieder mit irgendeiner Idee komme, lass uns halt mal so und so ausprobieren. Ja. Am Ende war der Stadtrat immer gesagt, ja super, einfach jetzt mal was machen. Und daher bin ich da weiterhin positiv und das ist ja ein Rahmen für 2030. Ja. Wir werden auch gar nicht alles auf einmal umsetzen können. Das schaffen wir ja gar nicht von den Kapazitäten her und den Ressourcen. Daher, und das Wichtige ist jetzt, dass wir auch am Ball bleiben. Das habe ich auch allen gesagt. Mit Begrünung, wie gesagt, bin ich zuversichtlich, dass wir nächstes Jahr schon was hinkriegen. Wenn wir dann temporär auch ein bisschen Summer Streets und vielleicht auch mal für eine Woche irgendwo was machen in Einzelbereichen. Und dann vor allem aber auch, wie eingangs gesagt, mit dem Verkehrskonzept oder auch mit dem Parkkonzept, da nochmal das ein bisschen anders sortieren und insbesondere der Gastro auch nochmal mehr Platz geben, dann habe ich schon viel erreicht. Ja. Ja. Da ist mir die symbolische Debatte um den Poller versenkbar oder nicht versenkbar, ist mir am Ende zweitrangig, auch wenn ich das Konzept grundsätzlich für gut finde. Hauptsache, ich habe was gemacht und es geht was vorwärts und es kann was entstehen. Es kann Leben entstehen, es kann Kreativität entstehen, es kann richtig was Spannendes werden. Und die Hoffnung, dass das große Teil des Konzepts umgesetzt werden kann, ja auch sein, einerseits schürt man natürlich jetzt auch Euphorie. Man nimmt die Menschen mit. Es wächst eine Begeisterung, es wächst auch eine Begeisterung mitzumachen, die nicht enttäuscht werden sollte wahrscheinlich, weil dann ist es wahrscheinlich über einen längeren Zeitraum erstmal damit auch Schluss. Und du hast ja auch beschrieben, wie wichtig der Standort Altstadt ist für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung der Stadt, auch als Aushängeschild. Auch da ist ja, das ist ja notwendig, glaube ich, dass die Altstadt an Attraktivität gewinnt. Ja, absolut. Man kommt also gar nicht drum herum. Man kommt nicht drum herum, man kann es nicht so lassen, wie es ist. Ja. Sagen wir es doch mal so, wie es ist. Und ich finde, wenn du da Kopf in den Sand stecken oder annehmen, sich überlegen, was machen wir aus diesem, ja, wie man neudeutsch sagt, USP dieser Altstadt, dieser mittelalterlichen Kern, wie erfinden wir die neu, wie kriegen wir da neues Leben rein, und das ist jetzt mal ein Gesamtrahmen, was Einzelbausteine sind, die ineinander greifen müssen, die müssen jetzt nicht alle auf einmal da sein, aber dann kann was wachsen. Und da bin ich absolut zuversichtlich und haben ja alle auch rückgespiegelt, alles, was da drin ist, für jeden ist was drin. Und das sind die verschiedenen Ansätze. Und das ganz, ganz Entscheidende ist, dass es ineinander greift. Und dann entsteht da ganz viel. Und was ich schon gemerkt habe mit allen, denen ich bisher gesprochen habe, war auch so, wow, super, es ist, ich kann nur immer für werben, alle, macht damit. Ja. Ja, lasst uns richtig was anschieben, glauben, richtig dran glauben. Wie eingangs schon gesagt, nicht Kaufbeuren packt an Fragezeichen, sondern Kaufbeuren packt an mindestens einen Punkt. Ja. Im Idealfall viele, die mitmachen, begeistert sind, Kaufbeuren packt an Ausrufezeichen. Ja, und es verbessert ja auch
viele Situationen, also sowohl wirtschaftliche als auch von der Lebensqualität her, von der Aufenthaltsqualität her, von der Freizeitqualität her. Das heißt, wir gehen oder ihr geht ja im Prinzip auch ein Thema an, wovon eigentlich jeder dann profitiert und wo das Gesamtgebilde ja auch verbessert wird. Na, absolut. Das ist ja absolut. Mit dem Slogan lebenswert und sympathisch. Ne? Kannst du ja auch jetzt mal in Bildsprache. Ne? Ja, wir sind gerade dabei, so Plakate, die wir ja immer jedes Jahr, das läuft ja jetzt schon, Großraum München, ja, haben ja dieses Jahr Kollegen, die täglich S-Bahn fahren. Frühere Kollegen haben mir Bilder geschickt, ich habe ein Plakat von Kaufbeuren gesehen. Ich dachte, super, das machen wir ja. Aber mit welcher Bildsprache sind wir da? Ja, und da kann man genau die Punkte, die du gerade gesagt hast, unter lebenswert und auch sympathisch, ja, mit ganz anderen Bildern kann man genau das auch über die Altstadt und über Leben in der Altstadt symbolisieren und das Stadtimage damit entsprechend prägen. Für uns als Kaufbeurer nach innen, aber auch nach außen natürlich. Jetzt wird ja der ein oder andere, der uns zuhört, vielleicht auf den Punkt kommen, dass ihm vielleicht thematisch irgendwas gefehlt hat in dem Konzept, in unserem Gespräch. Oder der sich die Frage stellt, hat er auch noch andere Ideen über die 5 Jahre hinaus oder innerhalb der 5 Jahre, ohne dass wir jetzt auch zeitbedingt da nochmal in die Tiefe gehen. Mhm. Aber ist das Handlungskonzept für dich erstmal der ausschlaggebende Punkt oder hast du auch weitergehende Gedanken? Also das ist jetzt mal, sage ich mal, ein Rahmen, aber das ist nicht abschließend. Mhm. Ja, und ich bin sehr für Flexibilität, für Ausprobieren, für Kreativität, wenn da was nochmal kommt. Und wir merken vielleicht nach 2 Jahren, es entsteht irgendwie eine besondere Szene oder besondere, dann werden wir darauf reagieren. Ja, ich glaube, es ist flexibel genug und darüber hinausgehende Ideen, ja, natürlich gibt es die. Werde ich aber erst erzählen, wenn sie spruchreif sind. Wir machen das an der Stelle dann. Können wir gerne an der Stelle machen. Aber das Entscheidende ist ja auch da, jetzt allein, wir haben jetzt ein paar Mal schon drüber gesprochen, ja, ich glaube, jeder hat vor dem geistigen Auge, der das jetzt gehört hat, wie kann man in der Altstadt den öffentlichen Raum anders verteilen? Also wo darf man parken? Hat jeder ein ganz anderes Bild? Ja? Wo könnte da ein Baum hinkommen? Und allein da haben wir schon so viele Handlungsmöglichkeiten und Ausprobiermöglichkeiten, gerade mit den mobilen Bäumen auch, dass wir da die nächsten Jahre viel ausprobieren können und da auch noch Platz für viel Neues ist. Und jeder, der eine Idee hat, wir haben ja schon so viele angesprochen, ich hatte da mal eine Idee, das ist vor Jahren da und da gescheitert und so weiter, wo ich dann auch schon gesagt habe, ja, super, können wir doch mal schauen, dass wir mal zu der Idee mal eine Themenveranstaltung machen oder so. Können wir doch jetzt einfach mal ausprobieren und den öffentlichen Raum dafür zur Verfügung stellen. Also da ist ganz viel Möglichkeit da und ich lade alle ein, die was machen wollen, Ideen haben, mit anpacken wollen. Es ist offen und wie ich eingangs auch schon mal gesagt habe, das funktioniert nur, wenn die Stadtgesellschaft auch mitmacht. Ja. Ja, und man merkt ja auch an dem Gespräch jetzt, wir haben ja zeitlich eigentlich schon wieder deutlich überzogen. Wir hatten uns weniger Zeit vorgenommen, aber das Thema Altstadt elektrisiert so, ist so ein wichtiges Thema für eigentlich jeden, der mit Kaufbeuren zu tun hat, dass man sich eben sich versieht, hat man lange drüber gesprochen, man möge uns das hoffentlich verzeihen, aber es ist halt einfach auch so interessant und es gibt immer wieder unterschiedliche Punkte. Wir könnten ja nur 2 Stunden weiter reden über die Altstadt und es käme immer noch wieder was Neues hinzu. Also es ist schon ein wichtiger Punkt. Absolut. Und ich glaube, das war so ein bisschen die Debatte in der Vergangenheit auch. Man kann jetzt stundenlang über die Poller sprechen. Ja, das ist in der Vergangenheit auch, ich nehme mal nur dieses Beispiel, auch sicher passiert. Ja. Das Entscheidende für mich war, dass wir es dann aus der Debatte wieder rausholen, wieder auf die höhere Ebene, dass wir einen Gesamtrahmen haben. Und da hoffe ich, dass wir jetzt damit einfach einen Schritt weiterkommen und dann viel umsetzen können, viele, die mitmachen und dann tatsächlich 2030 sagen, ich weiß nicht, was rauskommt, wie das dann aussieht, aber 2030, dass wir zumindest sagen können, die letzten 5 Jahre ist hier richtig was passiert, es hat sich was verändert, wir haben angepackt und haben einen ganz anderen Flair, ein ganz anderes Stadtbild, damit will ich nicht alles komplett verändern, aber wir nehmen es anders wahr, es ist mehr Lebensqualität da und nach außen haben wir ein ganz anderes Bild und auf einmal sind Menschen in der Stadt, wo wir nie von geglaubt haben, dann, glaube ich, ist es mal richtig gut gewesen. Und ich glaube, das schaffen wir auch. Ja, und das kriegen wir hin. Und du hast ja heute auch versucht zu vermitteln, dass ganz viele mit anpacken wollen. Also wir sind einzelne Abteilungen im Rathaus durchgegangen oder dann auch die Beteiligten in der Altstadt. Also es scheint ja wirklich etwas ins Rollen zu kommen, eine Bewegung, wo viele mitlaufen und sagen, wir sind jetzt dabei und wir bemühen uns. Das scheint ja auch Hoffnung zu machen.
Den Eindruck habe ich auch. Das freut mich auch für viele, nicht nur für viele, sondern für die Altstadt insgesamt und über die vielen, die da mitmachen. Ich habe auch schon Gespräche gehabt, die am Anfang gesagt, ach nee, die da eher, und dann hat man sich einen Monat später nochmal getroffen und jetzt dann auch mit Scharnigate und Summer Street, erst neulich immer gesagt, ich habe am Anfang gedacht, das ist ein Schmarrn, aber ehrlich gesagt, ist ja doch interessant, was da passiert. Also klar, man muss die Leute mitnehmen und muss dem eine Chance geben, es muss wachsen können, muss sich entwickeln können. Und ich merke es schon auch ganz viel, ob mit den Gastronomen oder so, sind viele, die dann sagen, ah, super, und ich will da am Ball bleiben, das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man da einfach jetzt hat, auch wir von Seiten der Stadt aus, das habe ich dem Stadtrat auch gesagt, bitte, das ist die Chance, dass wir heute in dieser, aus dem Herzen der Demokratie, aus dem Stadtrat hinaus in die Stadtgesellschaft das Signal geben, wir wollen diese Altstadt anpacken, wir wollen sie insofern neu erfinden, nicht, aber wir wollen ihr einen neuen Kern geben, wir wollen sie beleben und wir laden alle ein, mitzumachen und das Signal nach außen, wir machen das jetzt auch, ja, und wir packen da jetzt an. Deswegen Handlungsprogramm Altstadt 2030, Kaufbeuren packt an. Ich habe keinen Satzzeichen dahinter, ich werbe immer fürs Ausrufezeichen. Das wäre jetzt mein Schlusssatz gewesen und wir machen hinter diesen Satz ein Ausrufezeichen, um dem auch eine Bedeutung dazu geben. Sehr gut. Noch einer, der begeistert ist. Hervorragend, das hat funktioniert. Und wir machen auch nicht aus, wann wir uns das nächste Mal an dieser Stelle treffen. Also wir sagen jetzt nicht in 5 Jahren, sondern schauen wir mal, wie sich das mit dem Handlungskonzept Programm entwickelt und zu einem gewissen Zeitpunkt treffen wir uns einfach wieder und machen mal so eine Kurzresümee über das, was passiert ist, finde ich. Jederzeit gerne. Super. Ich bedanke mich. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ein Thema, was mir persönlich ja auch sehr am Herzen liegt. Ich wünsche dir von Herzen viel Erfolg mit all den Dingen, die man umsetzen möchte. Allen, die sich beteiligen, wünsche ich viel Erfolg. Und ja, toi, toi, toi. Für einen Erlebnisbereich Altstadt. Herzlichen Dank, hat Spaß gemacht. Kaufbauern packt an. Ausrufezeichen. Danke.